Bevor wir loslegen, ein paar erklärende Worte zu einem Video. Um zu zeigen, was man tut, wie man es tut und wie lange das Ganze eigentlich dauert, gibt es dieses Video. Wir schneiden nichts. Die komplette Panne bis wieder Abfahrt ist in einem durch ohne Cut. Deshalb gleich vorneweg die Tipps, die wir dann brauchen, wenn wir es dann machen. Habt immer eine Minimalausrüstung mit. Und Minimalausrüstung im Fall von Reifenpannen heißt ein Ersatzschlauch, der von seiner Größe auch für euer Fahrrad passt. Irgendwas, damit wieder Luft hinein, bekommt es ebenfalls in einer Menge, die dem Volumen euren Reifen angemessen ist. Die 160er Patronen sind für großvolumige Mountainbike-Reifen in der Regel zu klein. Nehmt eine große Patrone mit oder nehmt eine Pumpe mit. Nehmt was mit, damit ihr Luft reinkriegt. Ein Reifenheber ist immer dann zu empfehlen, wenn man zu Hause in der Wärme bei viel Zeit auch schon nicht so richtig zurechtkommt. Grundsätzlich gehen ja Reifen, die ganz neu sind, schwerer drauf und schwerer runter. Den Reifen habe ich gestern erst frisch montiert, damit ich ja einen neuen Reifen auf der Felge drauf habe. Darum ist er ein bisschen störrischer. Wenn ihr einen Reifen habt, der eh schon seit Monaten auf der Felge drauf ist, geht er eh leichter runter und wieder leichter rauf. Da braucht sich weniger Sorgen machen. Ein Schweizer Messer, weil ein Schweizer Messer kann man immer brauchen. Man braucht das Schweizer Messer aber nicht zum Bahnenflicken. Das ist halt mit. Ne? Sonst noch ein Tipp, bevor es losgeht. Ah ja, öffnet den Reifen auf der Seite, wo die Scheibenbremse ist, beziehungsweise schließt den Reifen dort, wo die Scheibenbremse ist. Lasst die Scheibenbremsenseiten bis zum Schluss offen. Es hat einen Grund. Ihr werdet sehen, warum. Und jetzt los. Bisschen Bahnensimulation. Schritt 1. Zuerst muss einmal das Vorderrad raus. Zum Thema Vorderrad rausnehmen gibt es verschiedene Theorien. Es gibt Leute, die sagen, man soll das Rad nicht am Kopf stellen, wegen Luft in den Bremsen. Ich sage, wenn du Luft in die Bremsen hast, dann entlüft deine Bremsen ordentlich. Ja? So. Es gibt ja da draußen unzählige Videos. Jetzt müssen wir irgendwo diese Schrauben. Warte. Wir haben ja ein bisschen was mit. Wir haben auch Taschentücher mit, falls alles schief geht, dann wird es zum Heulen anfangen. Ein Reifenheber haben wir mit, man weiß nie. Ein Schlauch. CO2. Nochmal CO2. Und ein Schweizer Messer, wenn alle Stricke reißen. Und YouTube sage ich, ein tubeless Flickzeug, falls tubeless Fahrer vorbeikommen und die auch Hilfe brauchen. Es gibt ja da unzählige Videos, wo Schläuche gewechselt werden auf YouTube. Die sind meistens in beheizten Garagen, Werkstätten oder im Sommer mit kurzen Ärmeln bei deutlichen Plusgraden. Wir haben heute minus 4 Grad. Minus 4 Grad und ein Reifen, der gestern erst frisch drauf montiert wurde. Reifen, die schon länger auf der Felge drauf sind, gehen auch grundsätzlich leichter runter und leichter rauf. Deswegen ist es immer so leicht, jemand anderen am Trail zu helfen, wenn man hinkommt und man sieht, das Profil ist schon ein bisschen abknudelt. Dann weiß man, der geht eh leicht oben und leicht rauf. Der Reifen ist neu. Der hat gestern zum ersten Mal pistenarisch. Bist neu, der Reifen ist neu. Ja, der hat gestern zum ersten Mal einen Föhn gesehen. Und jetzt ist er am Kalt. Und das merkt man. Ja, leck. Das ist der klassische Vorführer, was? Normalerweise denkst du, das geht alles verloren. Machen wir die klassische Methode. Wir drücken ihn einfach mit den Fingern runter. Jetzt haben wir ihn allerdings ganz runtergenommen, das wäre nicht notwendig gewesen. Schlauch und Reifen nicht trennen. Weil falls irgendwo Loch, dass wir das Loch wieder finden. In dem Fall wissen wir, da ist kein Loch. Wir suchen trotzdem den Mantel ab nach spitzen Dingen. Keine Angst, ich spüre es da mit dem Handschuh. Also den Dorn, wenn er der durch den Handschuh einfährt, Halleluja. Fangst genauso zum Jodeln an. Da gehen wir einmal in den Kreis, finden nichts. Den alten Schlauch brauchen wir gar nicht flicken, bei der Kälte wird das eh nichts, den flicken wir dann zu Hause. Jetzt müssen wir nächstes den ganzen Reifen komplett neu drauf geben. Laufrichtung beachten, Strich bei Schwalbe immer links.
Wenn wir total stylisch sind, geben wir das Logo zum Ventil. Und dann gehen wir mal die erste Flanke vom Reifen auf die Felge. Das ist meistens noch das Leichtere. Dann haben wir da einen Ersatzschlauch. Wir nehmen den gleichen Schlauch wieder, weil wir wissen, dass der eh nichts hat. Suchen das Felgenloch. Das ist eine blöde Felge. Also manche Felgen sind ein bisschen blöder wie andere, die ist gescheit blöd. Stecken das da rein. Wichtig, im Reifen. Darf kein Dreck sein, der jetzt eventuell mit dem Schlauch irgendwie schlecht harmoniert. Also keinen Bodenkontakt im besten Fall fahren lassen. Und dann steckt man das da drauf. Das Wichtige, was ich jetzt erst nicht gesagt habe, was aber trotzdem gilt, ist immer schauen, dass man zuletzt die Seite macht, wo die Bremsscheibe ist. Das hat einen Grund, einen sehr wesentlichen Grund, einen sehr triftigen Grund. Reifen in der Mitte der Felge halten und mit Zug nach unten ziehen, damit ich so viel wie möglich Material habe. Weißt du, und wenn ich mir echt nicht mehr helfen kann, dann lege ich den hin und knie mit drauf. Und dann kann ich mit den Knien das fixieren und mit den Händen kann ich dann den Reifen einfach über die Felgenwulst drüber. Und den Reifen hier braucht kein Mensch. So, jetzt haben wir da CO2. Dadurch, dass es so kalt ist, können wir sich quasi bei der CO2-Patrone jetzt endlich die Finger aufwärmen. Wie geht denn das? Noch nie verwendetes Zeug. Aha, da wäre es gut, wenn die Mutter drin gewesen war. Dann passt das Ventil da. So. Hart ist er. Zuschrauben. Ventilkappe im Waldboden finden. Auch drauf schrauben. Vorderer Leim bauen, ganzen Ballerwatsch wieder einpacken. Taschentücher haben wir nicht gebraucht, Tränen sind uns keine gekommen. Reifenheber packen wir ein, haben wir eigentlich auch nicht gebraucht. Es ist hier sogar ein bisschen warm geworden, hat sogar Vorteile. Und jetzt fahren wir weiter und genießen die Winterlandschaft. Ich hoffe, ihr habt es mitgestoppt und geschaut, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, wo ist das Problem beim Rauch- und Schleifenwechsel? Rauch und Schleifen. Wo ist das Problem beim Schlauch- und Reifenwechsel? Fahren wir. Ja, was soll ich da gerade sagen? Das ist nur Schlauchwechsel. Ich weiß nicht, das ist. Man muss sich da gar nicht so viel Gedanken machen. Einfach nur Schlauchwechseln. Ja? Wer eine Trinkflasche wechseln kann beim Radeln, kann einen Schlauch auch wechseln. Also, der Unterschied ist nur, in den Trinkflaschen pumpt man keine Luft ein. Aber